Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt Caritas-Direktor Michael Landau. Guten Abend, danke schön fürs Kommen. Guten Abend. Herr Direktor Landau, Sie fordern eine rasche Erhöhung der Sozialleistungen noch vor Jahresbeginn 2023. Was ist Ihre Erwartung, wenn das nicht passiert? Wir sehen, wie dramatisch die Situation vieler Menschen ist. Wir sehen das an sehr, sehr vielen Orten. Ich denke etwa an die Lebensmittelausgabe im Großraum Wien. Dort sind 14 pfarrliche Lebensmittelausgabestellen. Wir haben dort im Vorjahr etwa 17 Tonnen Lebensmittel pro Woche ausgegeben. Heute sind es etwa 26 Tonnen pro Woche. Im Vorjahr waren es 850 Tonnen über das Jahr. Und es werden heuer deutlich über 1000 Tonnen sein. Wir haben zum Teil Aufnahmestopps machen müssen. Und da geht es immer um ganz konkrete Menschen. Ich mache es an einer Geschichte fest. Ich habe ein Gespräch mit einer unserer Sozialberaterinnen geführt und das ist mir wirklich hängen geblieben. Das war eine 84-jährige Frau, die hat gesagt, sie hat jetzt ihre Begräbnisversicherung gekündigt, weil sie die 30 Euro pro Monat braucht, weil sie jeden Euro braucht. Und aus meiner Sicht ist ganz klar, wenn die großen Energieanbieter jetzt angekündigt haben, dass sie ihre Preiserhöhungen auf den 1. September vorziehen wollen, dann müssen auch die beschlossenen Erhöhungen der Sozialleistungen, der Mindestpensionen etc. auf den 1. September vorgezogen werden. Das muss gekoppelt sein. Das ist jetzt das Tempo ist ein ganz entscheidender Punkt. Das eine sind die jährlichen Erhöhungen, von denen Sie jetzt sprechen. Das andere sind Einmalzahlungen, die die Regierung angekündigt hat. Jetzt im August noch eine Sonderfamilienbeihilfe, dann ab September Einmalzahlungen für Pensionsbezieher, für Sozialhilfeempfänger, für Arbeitslose, für Studienbeihilfebezieher. Ist das zu wenig aus Ihrer Sicht? Also zunächst werde ich mich nicht in den Chor der Kritikerinnen und Kritiker einreihen, die sagen, da geschieht nichts. Die Bundesregierung hat hier etliches Geld in die Hand genommen. Diese Einmalzahlungen sind wichtig, gerade jetzt die erhöhte Familienbeihilfe, die jetzt im August ausgezahlt wird, aber auch die anderen Dinge, die angekündigt worden sind. Das Gerede, da geschieht nichts, zahlt auch keine Rechnung. Klar ist aber auch, Einmalzahlungen alleine werden nicht reichen. Denn auch die Inflation ist ja nicht ein einmaliges Phänomen, sondern bei jeder Rechnung, bei jeder Ausgabe ist die Inflation für die Menschen zu spüren. Und wenn ich an Mindestpensionistinnen und Mindestpensionisten denke, dann ist klar, wie soll eine Frau, ein Mann, der jeden Euro dreimal umdreht, plötzlich 100, 150 Euro pro Monat mehr bezahlen für die Energie und die Betriebskosten. Das heißt, hier wird es wichtig sein, auch wirklich eine systematische Lösung zu finden. Das heißt, ein Schritt ist das Vorziehen. Ich glaube, ein zweiter wichtiger Punkt, gerade auch wenn ich an die Sozialberatungsstellen in ganz Österreich denke, wo wir zum Teil Zuwachs haben von 50%, und das ist wirklich dramatische Situationen, dann sehen wir auch beim Arbeitslosengeld, auch bei der Notstandshilfe wird diese Valorisierung wichtig sein. Die ist jetzt noch nicht beschlossen, die steht aber an. Und ich glaube, ein dritter Punkt, der wesentlich ist, ist eine Reform der Sozialhilfe. Wir sehen das aktuelle Situation, das aktuelle System, gerade auch, wo es um das Thema Wohnen geht, funktioniert nicht. Stellt Menschen vor die Frage, ob sie jetzt hungern sollen, damit sie die Miete zahlen können. Was genau stellen Sie sich vor denn unter einer Reform der Sozialhilfe? Bei der Sozialhilfe neu gibt es derzeit Deckel. Das heißt, es gibt Höchstbeträge, die nicht überschritten werden können, die aber angesichts der enormen Steigerungen, wo es um Wohnen, Heizen, Energie geht, nicht ausreichen. Die Höhe der Sozialhilfe ist deutlich unter der aktuellen Armutsgeschwerdungsschwelle. Und ein wesentlicher Punkt ist das Thema Wohnen. Ich glaube, dass hier die Länder, die zum Teil durchaus auch wichtige Initiativen gesetzt haben, näher an der Wirklichkeit der Menschen sind. Und wenn ich sage, von einem relativ geringen Betrag und die gesamte Sozialhilfe ist 1% der Sozialausgaben der Republik, von einem relativ geringen Betrag pro Person sind 40% für das Wohnen anzusetzen, dann ist klar, wenn ich in Vorarlberg bin, wenn ich in Salzburg bin, wenn ich in anderen hochpreisigeren Regionen der Republik bin, das reicht nicht. Die Länder wissen das. Aber Sie haben es gerade angesprochen, Sozialhilfe ist ja auch Ländersache. Sie haben auch gefordert einen nationalen Schulterschluss in dieser Sache. Genau. Wie soll denn der ausschauen? Der Bund hat hier ein Rahmengesetz vorgegeben.
Die Länder können nur innerhalb dieses Rahmens handeln. Dieser Rahmen ist aber realitätsfern und zwar wesentlich in zwei Feldern. In einigen Punkten ist etwas verbessert worden, auch jetzt zum Sommer zu. Aber er ist realitätsfern dort, wo es um das Wohnthema geht. Hier sind die realen Kosten einfach deutlich höher. Hier müssten die Länder die Möglichkeit haben, hier auch höhere Beträge zur Verfügung zu stellen, eben dass es wirklich eine Mindestsicherung wieder wird. Und das andere ist das Thema Kinder. Wir sehen, kinderreiche, einkommensschwache Familien sind in besonderer Weise armutsgefährdet. Und das ist auch eins der Anliegen, die, glaube ich, jetzt adressiert gehören. Etwa die Familienleistungen, die zum Teil schon durch Jahre nicht valorisiert worden sind. Ich denke etwa an den Mehrkindzuschlag zu valorisieren. Das heißt, hier braucht es eine gründliche gemeinsame Hinsicht. Und das erfordert einen nationalen Schulterschluss, ein Zusammenspiel von Bund, Ländern, Gemeinden, Zivilgesellschaft. Ich bin überzeugt, gerade weil der Herbst fordernd sein wird, wir können diese Krise bewältigen, wir werden diese Krise bewältigen, aber das wird uns nur gemeinsam gelingen. Ich möchte wirklich hier für Zusammenhalt und Zuversicht werben. Jetzt gibt es ja einen weiteren Ansatzpunkt. Das eine ist mehr Geld für Menschen, die es brauchen. Das andere sind Preisdeckel, Preisbremsen, Mehrwertsteuersenkung. Bei Grundnahrungsmitteln, haben Sie da eine Präferenz? Ich glaube, auf dieser technischen Ebene ist es gut, wenn die Sozialpartner schauen, wenn die Fachleute miteinander schauen. Wofür wir werben, ist die Schwächsten, das heißt armutsgefährdete und armutsbetroffene Familien, Gruppen, nicht aus dem Blick zu verlieren. Klar ist, vor uns liegt ein schwieriger Herbst, ein schwieriger Winter. Aber ich weiß auch aus der Erfahrung, wir können Krise. Wir können Krise als Caritas, als Hilfsorganisation und wir können Krise als Gesellschaft. Ich habe Habeck, den deutschen Wirtschaftsminister, im Ohr, der gesagt hat, wir werden ärmer werden. Ich würde das gerne ein Stück weit differenziert sehen. Ich glaube, wir werden teilen müssen. Wir brauchen, ich möchte gern werben für Zusammenhalt und Zuversicht, aber auch für eine Kultur des Teilens. Es ist genug für alle da, aber nicht für jedermanns Gier. Sagt Caritas-Präsident Michael Landau in einem Gespräch, das wir heute Abend aufgezeichnet haben.